Hallo an die Nüsse. Willkommen zu Teil 2 von Frag den Live, der Frage-Antwort-Show rund ums Handwerk mit dem einzigartigen, dem bekanntesten, dem besten Poolbauer Deutschlands, Live Rino. Live, weiter geht's mit der nächsten Frage, du alter Poolbauer-Schlingel, du. Anonym fragt, welche Arten von Handwerk gibt es und welche ist am gefragtesten? Also wir haben nochmal recherchiert im Internet. Ja, 2017 waren die beliebtesten Handwerksberufe Elektriker, Sanitär- und Heizungsbau und Kfz-Mechaniker. Ansonsten gibt es 130 Ausbildungsberufe im Handwerk. Ne? Und da kann man ja auch mal gucken, man muss ja nicht immer die bekanntesten da auswählen, wie ja, Maurer oder Kfz-Mechaniker, Gas, Wasser und so weiter, sondern da gibt es auch so exotische wie Glasbläser vielleicht oder Bierbrauer. Ja, müsst ihr einfach mal gucken, vielleicht ist da was für euch dabei. Aha, wäre denn Bierbrauer was für dich? Ja, wäre eine Alternative vielleicht. Könnte mir ganz lustig vorstellen, ja. Ich habe so einen Bierbrauerkurs halt schon mal besucht, also war sehr interessant gewesen. Live's Weizen vielleicht oder so. Live's Weizen, klingt lecker. Ja, Weizen gibt es ja wenig. Kommt immer alles aus Bayern. Das klingt schon wie ein Telefon. Wir hören im Hintergrund übrigens deine fleißige Mitarbeiterin Antje, richtig? Sag mal hallo, Antje. Hallo. Danke, Antje. Sag mal, live, wie viele Mitarbeiter hast du noch so? Ach so, na, drei Monteure. Die hat man ja schon auf den Videos bei Julian Bam kennengelernt. Ne? Also Sebastian, Thomas, Stefan und dann die Antje im Büro. Ne? Und dann haben wir jetzt auch noch einen Hausmeister, den Volli. Ja, der Volli. Der Volli. Ja. Das war's. Und wie ist denn das jetzt so, jetzt wo du selber so ein YouTube-Star bist? Wie viele Selfies gibst du so? Na, dann hält sich alles noch so in Grenzen, ne? Aber wie gesagt, wenn du auf Schulveranstaltungen gehst, jetzt bei meinem jüngsten Sohn da ein Paarchen war, eine Veranstaltung, dann musste man schon, wenn, oder man hat mich darum gebeten, Selfies zu machen, oder kommen auch mal hier Post für Autogramme und so, aber das ist alles noch handelbar, ja? Das ist alles noch, ne? Aber man, ja, man ist schon recht bekannt. Wie findest du das denn? Ja, das schmeichelt einen schon ein bisschen. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt das, aber ja, aber so wahnsinnig viel mehr muss es dann auch nicht werden. Ne? Also das wäre jetzt auch nicht so meins. Ich verstehe. Sag mal, mögt ihr es als Handwerker eigentlich mehr, wenn die Leute euch beim Bauen helfen oder nicht? Also grundsätzlich kann man dem Kunden ja nicht verbieten, dabei zu sein, ne? Und da zuzugucken. Und das stört uns auch nicht so. Also das, auf keinen Fall. Also da sind wir auch professionell genug, denke ich. Aber es gibt natürlich auch schon Kunden, die auch permanent Fragen stellen und die Leute von der Arbeit abhalten. Da sind dann irgendwo Grenzen. Ne? Da muss man auch sagen, so, wir müssen jetzt hier arbeiten. Und wenn wo was abzusprechen ist, das wissen meine Jungs und das weiß ich auch schon, wann nachgefragt werden muss einfach. Ne? Weil der Kunde bestimmt ja das Projekt und nicht wir. Ne? Und also zugucken gerne, permanent Fragen stellen, bisschen anstrengend. An die Nüsse fragt, was für schulische Voraussetzungen benötigt man, wie lange dauert die Ausbildung und wie viel verdient man in deinem Job? Mach weiter so. Hallo an die Nüsse. Danke fürs Lob erstmal. Und dazu zu sagen, dass der Poolbauer kein Ausbildungsberuf ist. Also den kann man jetzt nicht so direkt, also gibt es keine Lehre für, kann man nicht lernen. Aber Einstellungsvoraussetzung bei uns ist halt eine abgeschlossene Handwerksausbildung. Und da ist eigentlich ziemlich egal, welche Richtung. Also wir haben momentan haben wir einen Tischler, haben wir einen Klempner auch dabei. Einfach noch suchen wir einen Elektriker, weil bei uns muss halt jeder alles machen. Ne? Also der Klempner muss dann halt auch mal eine Sauna mit aufbauen und so weiter. Ne? Und der Elektriker halt auch mal vielleicht verklempnern. Also, ne, das ist dann so. Weil wir halt eine recht kleine Firma sind und wie gesagt, Poolbau halt sehr vielfältig ist. Also irgendwo alle Werke mit einschließt. Ne? Und hier haben wir vier sehr diskrete Fragensteller, die möchten nämlich gerne wissen, wie viel man denn so als Poolbauer verdient. Jetzt als Chef oder als Angestellter? Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also man kann schon gut, also gerade als Monteur, also wenn man jetzt anfängt, Anfangsgehalt ist natürlich noch nicht so eklatant. Man wächst halt mit seinen Aufgaben und muss ja jetzt auch seine Qualifikation unter Beweis stellen dann halt irgendwo. Ne? Aber nach 2, 3 Jahren kann man schon gutes Geld verdienen auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, für den Handwerk überdurchschnittlich. Das ist sehr erfreulich.
Und hier möchten jetzt ganz viele Leute wissen, ob man bei dir bzw. euch ein Praktikum oder eine Ausbildung machen kann. Darf ich? Also Praktikum gerne, jederzeit. Machen wir auch, also wird auch hin und wieder gemacht. Von Schülern und so. Und, aber eine Ausbildung kann man bei uns leider nicht machen. Weil der Brühlbauer noch kein Ausbildungsberuf ist. Da sind sie wohl dran, aber bis jetzt ist es halt so. Aber also eine Ausbildung müsste man halt erstmal woanders machen und dann kann man gerne bei uns anfangen. Was müsste ich denn tun, um bei euch ein Praktikum zu machen? Boah, einfach anrufen hier, ne? Anrufen und sagen, so, ich will Praktikum machen. Und dann machen wir einen Termin, kommt derjenige her, dann quatschen wir mal miteinander und dann kann das losgehen. Na, dann werden bei euch wahrscheinlich bald die Telefone heiß glühend nicht aufhören zu klingeln. Er muss schon aus der Region sein hier, ne? Sonst, also von sonst woher macht der Kind. Da kann er ja in der Sauna schlafen. Naja, der Praktikanten. Was war denn so das Lustigste, was dir je passiert ist beim Bauen? Das Lustigste? Ja, was sehr lustig ist, vor 2 Wochen passiert, aber da war ich leider nicht dabei. Da ist ein Kollegen, da haben wir gerade ein Becken gefüllt mit einem Hydranten, ne? Also über einen C-Schlauch. Und da hat er den Hydranten wohl nicht richtig zugedreht und hat dann den runtergedreht, aber unten war die Leitung noch offen gewesen und dann ist das wohl gefühlt 20 Meter das Wasser hochgeschossen oder die halbe Straße schon unter Wasser. Das soll wohl sehr lustig aussehen. Mike war leider nicht dabei. Und was war, abgesehen von Julians Pool, das Schwierigste, was du jemals auf einer Baustelle lösen musstest? Das Schwierigste? Man hat öfter mal so ein paar knifflige Sachen. Aber sehr anspruchsvoll war mal so ein Pool gewesen, so ein Freiformpool, also der war so abgewinkelt mit runden Ecken und überall. Der war ein Innenpool, der musste abgedeckt werden und da fährt so ein Roller an, so ein Abdeckungsroller an aus der Bodenmitte des Pools zweiteilig raus und legt die so auf Wasser. Und das war schon sehr anspruchsvoll, das so zu planen und hinzukriegen, dass es genau passt und alles dicht ist und so weiter. Das war auch, ja, viel, also mit viel Geld auch verbunden alles. Das war schon sehr aufregend gewesen. Hast du aber hingekriegt, wa? Ja, nee, hat alles funktioniert, ne? So, jetzt erzähl doch nochmal einen Schlag zum Schluss. Wie ist es denn bei Julian mit dem Pool bauen? Und vor allem die Leute, ne? Die sind ja schon, sagen wir mal, lustig, ne? Ja, schon interessant, ne? Also von meinen Jungs jetzt auch. Und also ist halt nicht jetzt so wie jeder Pool, ne? Das ist schon was anderes, was Besonderes. Und macht doch Spaß, muss ich sagen, ne? Also die Jungs sind cool drauf da und lustig und das funktioniert und machen ja mit und. Das Einzige ist halt so, der Unterschied ist so die Wusel halt, ne? Denn jeder kommt da und will irgendwie ein bisschen was, also auch so, was die Organisationen anbelangt, so, ne? Ja, ist dann alles ein bisschen wuseliger als sonst, ne? Also, da sind immer viele Leute da. Meistens sind wir auf der Baustelle alleine oder vielleicht ist der Bauer ja noch da und seine Frau oder seine Kinder, aber ist halt vom Publikumsverkehr, ist schon ein anderer Schnack, ne? Aber und stört nicht, uns macht das Spaß. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, von dir einen Pool gebaut haben möchte, wie stelle ich das an? Also wer Interesse hat an konkreten Poolprojekten, da bitte auf mein MyHammer-Profil gehen, das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ne? Und da werde ich dann auch reagieren. Super live, das war's schon. Und jetzt die Endcard. Und bitte! Okay, gut, das war's erstmal von unserer Seite aus hier mit der Beantwortung eurer Fragen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, immer posten, ne? Werden wir dann auch zeitnah beantworten. Wichtig ist, MyHammer-Kanal abonnieren, ne? Das ist ja. Und dann könnt ihr auch gerne mal schreiben, welche Videos ich vielleicht noch kommentieren soll. Also muss natürlich irgendwie Bereich Poolbau, Teichbau, könnt ihr auch mal dabei sein. Einfach mal reinschreiben, worauf ihr Bock habt und wir kümmern uns drum. YOLO!